Guten Abend. Dies ist ein kleiner Let's Play-Versuch mit dem Spiel Star Ruler. Kennt vielleicht der ein oder andere, ich habe es erst vor kurzem entdeckt. Ein nettes kleines Space RTS. Wie man so schön sagt, ein Real-Time-Strategy-Game. Und ich habe eher nach einem Spiel gesucht, das in sehr große Dimensionen hat und sehr, ja, in dem Zuge einfach weitläufig ist. Und ich glaube, das ist ein sehr vielversprechendes Spiel in diesem Bezug. Fangen wir doch einfach mal an. Werde auch ein bisschen das Spiel erklären, das Spiel allerdings jetzt hier auf Englisch. Das macht nichts aus, also ich meine, diese Spiele, die erklären sich sowieso von selbst. Ja. Hab hier mal eine Rasse erstellt. Load. Mit schönem Symbol. Ja, zu dieser Rassenerstellung kann man eigentlich von vornherein schon mal ein bisschen was sagen. Also es gibt hier diese Racial Traits, das sind so Rasseneigenschaften, die man vorauswählen kann, und Racial Background, da kann man da irgendwelchen Text eingeben, das ist dann eher so kosmetisch. Ja. Das Racial Profile bzw. Racial Traits setzen sich zusammen aus diesen fünf Gebieten hier. Biologie, Gesellschaft, Mentalität, Hintergrund und Technologie. Da gibt es jeweils bestimmte Eigenschaften, die man an- und abwählen kann. Und einige sind eben positiv und einige negativ, beziehungsweise eine bringt Vorteile, andere Nachteile mit sich. Und man muss eine positive Punktebilanz erreichen, um überhaupt mit dieser Rasse dann spielen zu können. Also man kann sich sozusagen, also natürlich die Eigenschaften, die die besten Vorteile bringen, geben natürlich ja am meisten Minuspunkte. Ja, was ich jetzt hier zum Beispiel gewählt habe, war Fast Metabolism, also Food Consume Doubled, Population Growth Doubled, also Populationszuwachs ist relativ wichtig in dem Spiel. Ich werde auch später noch zurückkommen. Erhöhte Repair Rates sind auch nicht schlecht, vor allem wenn es um Self-Repair geht. Ich werde auf diese ganzen Punkte später im Spiel noch eingehen. Naturally depressed halves the amount of luxuries consumed by populations. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Also das bedeutet, also Luxuries erzeugen Happiness. Und wenn die dafür nur die Hälfte brauchen, das ist natürlich schon gut. Es gibt ja auch Konflikte, also man kann zum Beispiel bestimmte Sachen nicht parallel anwählen, was das Ganze auch interessant macht. Ja, Society habe ich nichts gewählt. Die Leute, die sich dafür interessieren, die können sich die Demo runterladen und das selber angucken. Rigid Civil Acts cannot be used. Das ist auch, Civil Acts sind bestimmte Optionen, die man während dem Spiel anwählen kann, um die Produktionsraten von der Wirtschaft zu beeinflussen. Ich werde das alles noch im Spiel erklären. Logistical Inept increases all build costs by 10%. Ist jetzt nicht so. Ja, irgendwie muss man positive Punkte sammeln. Und ja, das ist nun eben damit reingerutscht. Background. Habe ich jetzt hier... Ah ja, doch. Fledgling Empire. Homeworld starts out with only the Galactic Capital. Ist nicht so schlecht, weil man dann im Prinzip von Grund auf bestimmen kann, welche Industrien da darauf stehen. Also man könnte die natürlich auch entfernen, die vorgebauten, aber das ist auch alles Schmarrn und das braucht man nicht. Und so kann man selber
den Verlauf am Anfang sehr stark beeinflussen. Technology, was ist hier noch? Nur Crystalline Deposits. Start with Shield Tech Level 1. Shields have 15% higher Absorption Factor. Ist natürlich nicht schlecht. Ist immer gut. Higher Absorption. Und ja, das war's, glaube ich. Ah, nee, doch, hier. Natural Green Thumb. Biology Tech and Farms start at Level 2. Auch nicht schlecht. Farms erhöhen dann gleich mal die Kapazität von Städten. Was wiederum den Bau beschleunigt. Und Biology Tech beeinflusst die Farms. Ach, das ist ja, genau, also Farms sind ja die Gebäude und der Biology ist der Tech, so genau. Und die Farms, die sind ja dann eben noch nicht, beziehungsweise die Farms, die werden dann automatisch gleich auf Level 2 gebaut. So, Biology Tech auf Level 2 ist ein bisschen doppelt gemoppelt hier aufgelistet. Biology Tech erhöht die Production Rate von den Farms. Das heißt, dass die mehr Nahrungsmittel produzieren und somit weniger Farms benötigt werden, um die Städte zu versorgen. Ja. Braucht manchmal ein bisschen, um auf den Punkt zu kommen. Genau, das wär's gewesen. Das ist dann hier alles auch in der Übersicht noch aufgelistet. Hier kann man sich das Chipset auswählen. Ich habe zwei reingemoddet. Das sind die zwei Ingame-Chipsets. Wir werden mit dem Standard-Chipset spielen. Die anderen, die gefallen mir jetzt nicht unbedingt so, dass es wissen müssen möchtest. Das ist das Homeworld-Chipset. Auch ein sehr schönes Space-Game. Das sollte man immer auch mal ausprobiert haben. Das ist irgend so ein Custom-Chipset. Finde ich jetzt persönlich noch nicht so der Hit, aber ich glaube, der ist auch noch nicht ganz fertig. Und diese beiden sind eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde aber, wie gesagt, dieses eigentlich am besten. Das ist das Standard. Das war auch das erste, das im Spiel implementiert wurde. Flag ist lustig. Ja. Genau. Wir werden wie spielen wir eigentlich genauso? Sollen wir ein 2-on-2 spielen? Oder? Ach, spielen wir mal einen One-on-One mit einer sehr, sehr schlechten AI. Man muss dazu sagen, dass die AI ziemlich abartig gut ist und uns wahrscheinlich trotzdem abziehen wird. Beziehungsweise mich. Ihr werdet Spaß haben, dabei zuzugucken. Pirate Raids, darauf kann ich verzichten. Remnants lassen wir an. Remnants sind so Verteidiger von diesen Planetensystemen, wie wir gleich sehen werden. Das werde ich dann in-game erklären. System Count können wir 20 machen. Das ist sehr ausreichend für den Umfang des Spiels, das ich hier anstrebe. Spacing 2000 ist ein bisschen weniger als der Standard, finde ich auch angenehm. Man kann ja noch einige andere Sachen einstellen, aber das ist alles, braucht man eigentlich nicht. Das ist alles so gut, wie es ist und ja, lasst uns beginnen. Der Soundtrack ist übrigens ziemlich nice. Kann man sich kostenlos runterladen, wer den gut findet. Tja, und da sind wir in-game. Erstmal ein relativ übersichtliches Interface, wie ich ja auch finde. Es gibt hier verschiedene Screens. Ich mache mal Pause. Dass ich das am Anfang mal so ein bisschen erkläre. Den Empire Screen. Hier kann man die Relations verwalten zu den anderen Rassen. Wir haben jetzt hier zurzeit noch keinen Kontakt zu anderen Rassen gehabt. Das heißt, wir können auch keine Politik mit diesen machen. Dann, die Civil Acts, die kann ich jetzt ja gar nicht anwählen. Naja gut, wenn man das hier, wenn hier das Fenster aufgehen würde, wären hier ein paar Optionen, wo man dann zum Beispiel auswählen kann, wo man zum Beispiel bestimmte Produktionsstätten boosten kann, wie zum Beispiel Metal Refineries, die dann 50% mehr produzieren, dafür dann aber Electronic und Advanced Parts 25% weniger. Na, und so weiter. Also das kann man auf verschiedene Produktionen
auswirken lassen. Fleets, hier kann man seine Flotten verwalten. Objectlist, das sieht man alles, was man hat. Alle Objekte benutze ich jetzt eher weniger. Planet, da sieht man jetzt, dieser Schirm kommt auch, wenn man den Planeten doppelklickt. Das ist mit denen, die Planetenübersicht. Hier kann man über die Q die ganze Produktion verwalten. Es gibt hier verschiedene Gebäude, die man auf dem Planeten niederlassen kann. Man kann auf jedem Planeten grundsätzlich alles bauen. Planeten können bestimmte Konditionen beinhalten, wie zum Beispiel Höhlen, die dann die Gebäude stabilisieren und höhere Hitpoints haben, oder zum Beispiel zerstörte oder gepushte Mineralvorkommen, wie zum Beispiel Erze. Also es gibt nur Erz. Seht ihr die Stats von dem Planeten? Einmal Food, das von diesem Planeten verbraucht wird. Beziehungsweise was vorhanden ist, Food State sein, also wie viel Food da noch vorhanden ist. 50 Millionen Ore sind auf dem Planeten abzubauen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das jemals weniger wird. Ob das praktisch nur so eine Kapazitätsgrenze ist, ich glaube ja. Nicht wundern über die Größenordnungen, die sind keineswegs riesig. Also wir werden durchaus in Bereiche kommen, wo wir dann zuerst Kilo erreichen, dann Mega, Gigaterra Einheiten. Das ist durchaus zu schaffen. Hitpoints vom Planeten, Arbeit, die hier verrichtet werden kann, die Einwohner und die Laune von den guten Kameraden. Ja, hier sehen wir die Slots, wie viele Gebäude auf diesem Planeten gebaut werden können. Und dann wollen wir doch mal anfangen. Wir haben jetzt derzeit, wenn wir hier auf Structures gehen, sehen wir, dass wir nur das Collective Capital haben, wie wir es auch in unserer Rassen, in unserem Rassen-Presets haben. Da werden wir dann mal gleich mal eine Stadt drauf bauen. Es ist gerade pausiert, also wird es nicht gebaut. Fängt das an, sobald ich anpause. Dann gibt es die Electronics Factory, die erzeugt uns elektronische Bauteile aus Metallen. Was uns sagt, dass wir zuerst Metal Mining bauen sollten. Ups. Und das sollte für den nach genau ein Spaceport und ein Shipyard sollten wir vielleicht auch noch bauen. Dass wir da auch Schiffe bauen können später und auch handeln können.